Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Heute mal wieder mit einem Recruiting-Thema, und zwar mit der Pia Tischer von Coveto. Die hat mir ein Buch zugeschickt vor 3 Monaten oder sowas, das mich sehr beeindruckt hat. Das heißt, das KMU Recruiting Compendium. Da ist es. Ich halte es mal hier in die Kamera für die Leute, die das auf YouTube sehen. Es ist ein relativ kleines Buch und ich habe das durchgeblättert und habe gesagt, boah, das ist echt cool. Das freut mich. Echt cool. Und teilweise habe ich gedacht, hat die das von mir abgeschrieben? Also, nee, das ist eigentlich erschienen, bevor ich das im Podcast gesagt habe. Also wir sind relativ nah beieinander so in der Denke. Und wir gehen jetzt mal so ein paar Thesen durch. Ja, gerne. Die dir helfen sollen, besser zu rekruten. Mhm, ne? Das ist unser Ziel. Mehr Bewerber finden, bessere Bewerber finden. Wir haben gerade schon ein paar Themen angedeutet. Also es ist echt ein cooles Buch. Wie kommt man eigentlich an das Buch dran? Kann man das kaufen oder kriegt man das bei euch, Pia? Die Hörer von deinem Podcast bekommen es geschenkt gegen die Beteiligung der Versandkosten. Wir packen den Link unten in die Shownotes. Super. Coveto, kannst du noch mal kurz erzählen, was ihr genau macht? Mhm. Coveto ist eine Recruiting-Software, die den gesamten Prozess abdeckt von der Stellenausschreibung auf multiplen Kanälen, Kommunikation mit dem Bewerber, mit den Fachabteilungen bis hin zu Einstellung, Absage oder Aufnahme. Also ein ATS, ein Applicant Tracking System? Genau, so ist auch der Firmenname Coveto ATS GmbH. Okay, ja. Cool. Und wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Zum einen haben wir ja die Software, die wir schon seit vielen Jahren vertreiben. Wir haben aber gesehen, mit einer Software, so ein bisschen wie mit einem Fitnessstudio, sich nur anmelden bringt nicht viel. Man braucht auch einen Trainer oder einen Trainingsplan. Und einmal war uns dann wichtig für unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter, den kompletten Prozess da abzubilden. Okay. Und das, was uns wichtig ist, mitzuteilen. Das und das haben wir mit dem Buch gemacht. Das ist interessant, weil ich merke das auch bei meinen Kunden in ganz vielen Projekten, wo ich mich immer sage, ey, wir müssen eigentlich noch viel mehr Customer Education machen, weil es irgendwo klemmt und es dann nicht funktioniert. Im Endeffekt ist es dann unsere Schuld gewesen, ja, aber weil wir ganz oft auch den Prozess nicht richtig durchgesprochen haben. Ja, ja. Prozesse sind da auch ein wichtiges Thema und es geht wirklich darum, so die Basics zu bereiten, damit man erfolgreich dann damit arbeiten kann. Wobei das Buch auch losgelöst ist, also man muss nicht die Software haben, um den Inhalt des Buches nutzen zu können. Ja, genau. Ja, ja. Das kann ich bestätigen. Mhm. Okay, du bist ja so nicht mehr so die Allerjüngste, charmant ausgedrückt. Also ich bin noch deutlich älter. Aber du kennst ja noch die alte Welt des Recruiting mit Stellenanzeigen und so weiter. Also mit Waschekörbeweise. In der Zeitung und Bewerbungen per Post und so weiter. Ja. Aber die Welt hat sich ja verändert. Und das Erste, was du im ersten Kapitel geschrieben hast, die Personalabteilung hat ausgedehnt. Mhm. Ja. Da gibt's aber Ärger von den Kunden. Ja, das oder? Finden manche nicht so gut. Das ist tatsächlich so ein Punkt. Aber ich erlebe es ganz oft, wenn Kunden zu uns kommen, dann wird jemand beauftragt, der bisher die Lohnabrechnung macht und Arbeitsverträge, Einstellungen, Kündigungen, also alles, was eigentlich danach kommt. Und der wird jetzt zum Recruiter ernannt, ohne dass er weiß, was das ist. Teilzeit, das können Sie doch noch so nebenher machen, Frau Müller. Ohne dass er weiß, was es ist und worauf es ankommt. Und das ist einmal unfair den Menschen gegenüber, die in der Lohnbuchhaltung sitzen, weil ich glaube, das ist vom Menschenschlag, sind das schon mal andere Menschen als die Recruiter sind oder können andere Menschen sein. Sollten andere Menschen sein. Wenn wir sind ja wandelbar, jeder Mensch ist ja wandelbar, aber sagen wir mal so, die Einstellung, die du bei der Buchhaltung hast, ist vielleicht nicht die richtige Einstellung, um die richtigen Kandidaten für dich zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Da muss man sich zumindest nochmal vom Mindset umstellen. Ne? Also es ist ein ganz anderes Aufgabengebiet. Ja. Und von daher hat die Personalabteilung, die klassische, das alles in einer Hand ist, aus meiner Sicht ausgedient, weil es gibt diese zwei Bereiche, nämlich einmal das, was Mitarbeitergewinnung, Rekrutierung ist, wo auch ganz stark Marketing Themen mit einfließen und auf der anderen Seite Lohn und Gehalt ist ein ganz anderes Thema. Ja. Also mein neues Mantra ist immer Kandidaten wie Kunden behandeln. Mhm. Ne? Und wenn du Kunden werden halt von Verkäufern behandelt, die also Profis darin sind, mit denen umzugehen und die für sich zu gewinnen und so weiter. Und wenn du jetzt quasi bei Kunden würde jeder sagen, wenn jetzt ein Kunde bei uns was kaufen will, dann schicke ich die nicht in die Buchhaltung, weil gar kein anderer da ist. Ja. Also das wäre total logisch. Aber Bewerber sagt man, wer könnte das denn noch machen irgendwie? Und das ist wahrscheinlich auch der Denkfehler. Deswegen ist dieses Mantra Kandidaten gleich Kunden ganz gut, weil man einfach sagen muss, okay, die Welten haben sich geändert und auch wir müssen uns ändern, wenn wir an die richtigen Talente ran wollen. Ja.
Weil die von uns einfach andere Sachen erwarten als vor 10 oder 20 Jahren. Die Welt hat sich da geändert, aber das, was da jetzt gebraucht wird, ist ja nichts völlig Neues, sondern wie du sagst, es gibt ganz starke Parallelen aus dem Vertrieb. Da bist du ja eh ganz nah beieinander, Recruiting und Vertrieb, und da ist es genauso. Ich finde diese Parallelen total faszinierend. Ja, ja. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Also sagen wir mal, klar brauchst du die Personalabteilung, wahrscheinlich mehr denn je, aber ganz oft ist halt der Recruiter-Job, wie du sagst, im mittelständischen Unternehmen so ein Nebenabfallprodukt. Wenn halt jemand gesucht wird, dann macht das halt die Sekretärin oder sonst jemand mit. Und das ist wahrscheinlich eher schwierig. Ja. Da würde ich eher sagen, das sag ich ja eigentlich immer, dass die Führungskraft dafür verantwortlich ist. Dann sollte eigentlich der, und Dirk Reuter zum Beispiel sagt, wenn du ein stark wachsendes Unternehmen bist, dann hast du als Führungskraft zu 80% nichts anderes zu tun, als dich ums Recruiting zu kümmern. Ja. Zu 80%. Ja. Du bist dafür verantwortlich, dass die richtigen Leute bei dir arbeiten. Genau, und das weil kann du sonst auch, nicht wachsen kannst. Ja, und es kann auch niemand, der die Lohnbuchhaltung macht, jetzt entscheiden, wer nachher im Sales arbeiten soll. Ja, das und du hast ja auch, du hast dann auch dann so viele, kommen wir gleich nochmal drauf, so viele Fehler, ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Unternehmen dann reinschreiben, ja, geben sie ihre Gehaltsangaben an, ne? Ja. Aber die Unternehmen selber sagen nie was über das Gehalt, ne? Ja. Also auch da hast du schon wieder so ein Ungleichgewicht. Genau, ne? Also ich nenne das immer Asynchronität. Ja. Auf der einen Seite verlangt man von dem Bewerber etwas, was man selbst nicht bereit ist zu geben. Ja. Und das wird man bei einer Kundenebene auch nicht machen. Da ist ja immer noch, der Kundekönig oder zumindest eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Du musst mal gucken, wenn du auf den Tisch klopfst, dann wackelt immer die Kamera. Stimmt. Das ist, glaube ich, für die Leute, die das bei YouTube gucken, demnächst denken sie, wir sind irgendwie mit einem Schiff unterwegs. Ja. Und ich gebe ja mal das Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, bitte bewerben sich unter Angabe der Gehaltsangaben und dann lässt du den Buchhalter das machen, dann macht der das dann so, dass du sagst, ja, alle, die keine Gehaltsangaben angegeben haben, sind schon mal raus. Ne? Ja. Und im Vertrieb wäre das ja so, wenn du zum Kunden gehst und der Kunde sagt, ja, bevor sie kommen, schicken sie mal ihre Preisliste und ihre Rabattstaffel, weil du deine Verhandlungsposition einfach deutlich beschlechterst. Weil du kannst eigentlich, wenn du deine Gehaltsangaben abschickst, kannst du eigentlich nur verlieren. Ja. Entweder du bist drüber, dann wirst du nicht berücksichtigt. Ne? Oder du bist drunter, dann wird es natürlich schwierig, sich hochzuverhandeln. Ne? Dann hast du dich schlecht verkauft. Und dass du genau drauf liegst, ist relativ unwahrscheinlich. Ne? Und es ist ja auch immer ein Ding zwischen Preis-Leistung. Und anhand eines Anschreibens und Lebenslauf kann ich beurteilen, ob der Preis, den der Bewerber nennt, dann auch gerechtfertigt ist. Weil das ist ja auch, was man kommunizieren muss. Vielleicht bringt der Kunden mit und hat Erfahrungen, die andere nicht haben. Und einen Preis losgelöst von zu nennen, wo ich die Leistung nicht kenne. Das lernt eigentlich jeder Verkäufer. So, wenn du jetzt den Buchhalter dran setzt, der da quasi die Vorsortierung macht, dann hat er automatisch die besten Verkäufer schon mal aus dem Recruiting-Prozess ausgeschlossen. Ja. Bevor du als Führungskraft die überhaupt gesehen hast, sind die schon raus. Ja, und es ist auch so, dass viele Bewerber mittlerweile auch bereit sind, mit dem Gehalt runterzugehen, wenn ihnen die richtigen Werte oder Rahmenbedingungen geboten werden. Ja, oder Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Ja. Wir sagen eigentlich immer zu unseren Kunden, Geld ist ein Hygienefaktor. Ja. Ja, das muss halt schon irgendwo passen, ne? Aber das ist eigentlich nicht der primäre Wechselgrund. Ich sehe das bei uns wir sind ja vor den Toren Frankfurts, und wenn dann jemand sagt, okay, ich muss nicht mehr nach Frankfurt fahren, ich habe jeden Tag 2 Stunden Lebenszeit geschenkt, mein Auto ist nicht mehr kaputt nach 2 Jahren, das ist viele 100 Euro wert. Aber das wird er nicht bei einem Gehaltswunsch schon mit einrechnen. Das muss ich ihm auch verkaufen dann. Ja. Das ist das. Oder es ist halt vielleicht, oder sagt, ja, wenn ich nicht mehr pendeln muss, dann kann ich auch irgendwie mit einem Fünftel weniger Gehalt leben oder so. Ja, ja, das meinte ich. Also dann weil dann brauche ich vielleicht auch keinen Hundesitter mehr, der sich dann abends und nachmittags mit dem Hund kümmert. Das Auto ist nicht verschlissen, ich habe mehr Zeit. Viele Punkte, die man halt, also wenn man beim Kunden-Onboarding würde man ja auch nicht sofort sagen, ja, gib mal dein Budget an, bevor du überhaupt hier eine Anfrage abschicken kannst. Ja. Dann würdest du erstmal versuchen, mit dem Kunden zu sprechen und zu sehen, okay, was hat denn der für Potenzial? Ja, und ihn zu halten. Es wird dann viel zu früh abgesagt, und ich glaube, dass da ganz viele Chancen vertan werden, weil so die ungeschliffenen Diamanten, die man nicht erkennt, die sind alle weg nachher. Genau. Weil abgesagt ist abgesagt. Ich habe mal von einer Unternehmerin gehört, die hat gesagt, ich habe mir jetzt angewöhnt, ich spreche mit jedem Bewerber. Ja. Ich spreche mit jedem Bewerber, weil oft denkt man, ist überhaupt nicht geeignet. Und dann erzählen die irgendwas, wo man denkt so, da und da haben sie schon mal gearbeitet? Das steht ja gar nicht im Lebenslauf. Ja, ich dachte, das wäre gar nicht wichtig. Ja, oder man hat es nicht so wahrgenommen. Oder die sagen dann, ja stimmt, das ist nichts für mich, aber das wäre genau das richtige Job für meinen Schwager. Ja. Der sucht genau deinen Job oder was auch immer. Ja. Also da gibt es 2 ganz wichtige Punkte, wir sind ja viel in kleinen und mittleren, also im Mittelstand unterwegs, dass man einmal beachten muss, die Bewerber sind auch immer potenzielle Kunden. Also wenn wir
Autohäuser, Baumarktketten. Da muss ich auch gucken, dass ich die gut bediene, weil sonst sagen die, bei dem Laden kaufe ich auch nichts mehr. Wenn die mich da schon so bedienen, kriegen die keinen Pfennig mehr von mir. Und meine ganze Verwandtschaft kauft da auch nicht mehr und alle meine Freunde auch nicht. Genau, und dann gibt es noch gleich schlechte Beurteilungen, weil das Negative multipliziert sich ja mehr als das Positive. Da gibt es auch eine Studie aus USA, ich glaube von Virgin. Also Virgin hat auch nicht USA, UK, die haben eine Telefongesellschaft da und die haben wirklich mal untersucht, wie der Zusammenhang ist zwischen den, die haben ja da knallharte Absagen rausgeschickt einfach, haben sehr viele Bewerbungen bekommen, weil Virgin ja auch ein toller Name ist in den UK, Richard Branson und so weiter. Ja. Und die haben dann wirklich rausgefunden, haben dann die Leute danach befragt, also Stichwort, und da haben die Leute halt gesagt, in dem Moment, wo ich eine Absage gekriegt habe, habe ich natürlich sofort meinen Vertrag gekündigt. Ja, ja. Also in dem Moment, wo ich diese Absage bekommen habe. Ne? Ja, da wird ja auch immer geguckt, ist dieses Employer Branding, also wie steht meine Firma bei Bewerbern da und eben die eigentliche Brand, die eigentliche Marke. Ich würde das gar nicht so trennen, weil es gibt auf jeden Fall einen Overlap. Ne? Es gibt auf jeden Fall eine Überschneidung und es gibt eine generelle Reputation, die ich habe. Und die ist halt ganz schnell im Eimer, wenn ich die Leute schlecht behandle. Super. Und beim Telefoninterview, wir machen es tatsächlich auch so, dass wir also bestimmt 80-90%, wenn es nicht ein Totalausfall ist, wo man sagt, okay, der hat sich irgendwie verirrt, da passt es jetzt gar nicht, dann machen wir mit allen ein Telefoninterview und da gibt es die tollsten Überraschungen. Ja, und Das empfehlen wir auch allen. Jetzt ist hier dieses zweite Kapitel, ist dann die Frage, wie bekomme ich mehr Bewerber? Da sprichst du von Traffic und Conversion. Kannst du das mal erklären? Genau, das ist immer erst so, dass die Personaler Traffic, Conversion, mit was kommt sie jetzt eigentlich? Also wir sehen das so. Das war wie früher Auflage und Anzahl der Bewerbungen jetzt bei einer Stellenanzeige. Genau, also es ist so, wir sehen, dass die Stellenanzeige ist das Produkt, das die Unternehmen haben. Und die Leute, die sich das angucken, das ist der Traffic. Wenn man es an einem Beispiel nimmt von einem Schuhhaus, ich habe 100 Leute, die kommen in meinen Schuhladen rein, das sind 100 Traffic und 2 kaufen, dann habe ich eine Conversion von 2%. Mhm. Und wie kann ich das jetzt nutzen, um mehr Bewerber zu kriegen? Genau. Also es gibt 2 Hebel, wo ich ansetzen kann. Einmal könnte ich ja sagen, okay, ich habe 100 Leute, 2 kaufen, dann pumpe ich doch 200 rein, damit 4 kaufen. Ist natürlich ein Riesenaufwand für wenig Ergebnis. Und wir gucken, wenn schon 100 da sind, die sich das angucken, dann müssen wir es doch schaffen, dass wir denen unser Angebot so verkaufen, dass es attraktiv ist und sie sich bewerben. Also das eigentliche Angebot, die Stellenanzeige, bietet ganz viel Möglichkeit, sich gut darzustellen und erkennbar zu machen, welchen Benefit ich für den Bewerber biete. Und das hat jedes Unternehmen, auch wenn viele glauben, sie haben es nicht, weil sie dann einfach ein bisschen betriebsblind sind. Wir haben vorhin auch davon gesprochen, also wenn du jetzt von dem Schuhladen ausgehst, also mir geht das ja immer so, ich gehe ungern zum Beispiel in Kaufhäusern mittlerweile, weil da ist halt eine sehr große Conversion-Hindernis, weil ich eigentlich immer in der Schlange an der Kasse stehe. Mhm. Also muss ich die Kasse finden, dann muss ich mir in die Schlange stellen, wo ich sage, bei Amazon hätte ich das nicht gemusst. Ja. Und dadurch verlierst du natürlich Conversions, weil alle Leute, die aus der Schlange rausgehen und den Laden verlassen. Und da ist der Conversion-Killer bei ganz vielen Stellenanzeigen. Anzeige sieht gut aus, ich klicke auf Bewerben und dann muss ich mich registrieren. Und also ich glaube, bei Registrierung verlierst du 70%. Ja, also das ist ein absoluter Conversion-Killer, registrieren geht gar nicht. Also das hat 70% bedeutet, du hast 100 Leute, die sich die Stellenanzeige angucken. Du hättest 100 Leute, die sich bewerben wollen und davon 100 schauen sich es an, 2 wollen sich bewerben und dann bleibt gar keiner übrig. Genau, dann bleibt gar keiner übrig. Genau, das wäre ja der Fall. Ne? Ja. Also das ist wirklich krass. Und ich habe das auch schon oft selber gesehen, dass wir zum Beispiel eine Facebook-Kampagne gemacht haben mit einem Video. Und dann haben wir eine Landingpage gebaut mit so einem Formular und so weiter. Und wir haben gesehen, okay, es kommt Traffic von dem Video auf diese Landingpage. Aber es trägt sich keiner ein. Ja. Und das ist natürlich auch blöd, weil der Traffic, den musst du ja bezahlen. Genau, ja. Also alle, die auf die Anzeige bei Facebook geklickt haben, kommen auf diese Landingpage, dann gucken die sich das an aus irgendwelchen Gründen, tragen sie sich nicht ein. Ne? Ja. Und dann haben halt die Leute gesagt, ja, die Anzeige funktioniert nicht. Ich sagte, ja, eigentlich funktioniert die Anzeige schon, weil es klicken genug Leute drauf, aber es tragen sich halt keiner ein. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir müssen die Schwelle niedriger machen, dass man, also zum Beispiel, bei Kunden auf der Homepage, wenn du bei uns auf die Homepage kommst, poppt irgendwann so ein Ding auf, wo steht, gib deine Telefonnummer ein, wir rufen dich innerhalb von 30 Sekunden zurück. Also das ist so das Niederschwelligste, was du eigentlich machen kannst. Ja, ja. Du musst eigentlich gar nichts machen, nur deine Telefonnummer eingeben und warten, dass dein Telefon klingelt. Ja. Ne? Aber wenn jemand da was optimieren will, also dann sollte er zum einen sowieso die Möglichkeit haben, sich online zu bewerben und dann
Name, E-Mail, Handynummer und vielleicht irgendwas hochladen, das reicht vollkommen aus. Das muss in Minutenschnelle passieren und kein Verhörbogen sein, wo ich Gehalt und alle möglichen Angaben und dann noch... Das kann ich am Telefoninterview abfragen. Ja. Also ich sage immer, wenn du weißt, dass du irgendwie 1000 Bewerbungen kriegst, dann musst du natürlich immer überlegen, okay, wie filter ich die, weil 1000 Leute kannst du aber nicht. Aber das sind die großen... Wer kriegt das noch? Nee. Wer kriegt das noch? Der normale Mittelstand bekommt das nicht und deswegen ist es wichtig, da den Filter aufzumachen. Ich war mal bei Haribo und da hat der Personalleiter gesagt, wenn er eine Marketingstelle ausschreibt, so ein Junior Marketing, dann kriegt er 1000 Bewerbungen. Dann werden die geflutet, ja. Aber Schrauben Schäfer um die Ecke, da wird das nicht passieren. Nee, wir auch nicht. Ja. Also wir sind ja jetzt doch schon relativ bekannt, aber wir gucken halt auch, ne, wie wir die Leute rankriegen. Also das ist auch sehr niederschwellig. Bei LinkedIn zum Beispiel ist es ja auch so. Bei LinkedIn hast du in den Stellenanzeigen, das ist super niederschwellig, weil du da nicht nur draufklicken musst und sagen, willst du dich mit deinem Profil bewerben? Das heißt, du brauchst keinen Lebenslauf und gar nichts mehr. Ja? Ja. Und du musst nicht mal eine Nachricht schicken. Du musst einfach nur das abschicken. Ja. Ne? Ja, also das ist auch, wenn jemand einfach dann den Lebenslauf schickt und ich sehe, es passt schon grundsätzlich nicht oder der Lebenslauf reicht als Grundlage eben mal mit dem zu telefonieren. Was will ich da ein ganzes Telefonbuch an Unterlagen mit 100 MB? Guckt sich dann auch. Und Anschreiben sind... Was hältst du von Anschreiben? Also wir selbst legen keinen Wert drauf, wenn eins dabei ist. Ich gucke auch immer erst auf den Lebenslauf, wobei wir wenig aussortieren. Und wenn du den Text von den Anschreiben mal in Google eingibst, dann findest du so ungefähr alle Vorlagen, die schon mal jemand geschrieben hat. Es ist paradox, weil in den Stellenanzeigen steht, wir suchen einen Teamplayer, der dies und das. Und dann ist genau gespiegelt im Anschreiben, ich bin ein Teamplayer, der dies und das. Und das ist auch genau das, was ich empfehle. Ich glaube, ich habe mal einen Podcast dazu gemacht, dass du im Prinzip mit Spiegelstrichen die Anforderungen wiederholst und am besten dann aber auch belegst. Ja. Dass du halt sagst, okay, was ist ich, Vertriebserfahrung, habe ich da und da und da gesammelt, bla bla, Account Management und so weiter. Dass die so, weil die Leute gucken halt da drauf und wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil von der Sekunde und dann, check, 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 das ist interessant. Ja. Wenn es matcht, ist es gut. Oft ist es halt so, dass sich über die Stellenanzeige wenig Gedanken gemacht wird und der, der es schreibt, wiederholt es dann und es hat mit dem Inhalt der Bewerbung dann wenig zu tun. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das schon... Ja, du hast ja auch noch ein paar gute Tipps zur Stellenanzeige. Ja. Was ich interessant finde, werden Sie zum Gesetzesbrecher, ist der erste Punkt. Das bedeutet einfach die Regeln brechen. Ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, nicht mehr mit Bullets oder Spiegelstrichen arbeiten. Ja. Das machen wir eigentlich immer, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute... Ganze Sätze ungern lesen als halt so ein paar Stichworte. Genau. Also nicht inflationär einsetzen. Wir machen auch ein paar Spiegelstriche, das, was wir hervorheben wollen, aber es soll keine Spiegelstrichwüste sein. Nicht nur, wir erwarten, sie bieten und... wir erwarten geht, glaube ich, eh nicht, ne? Das geht eh nicht mehr, genau. Ja. Aber dass man auch einfach mal guckt, wir haben mal ein Beispiel gemacht, wo wir eine Stellenanzeige Titel weg, Logo weg und es waren zwei unterschiedliche Bereiche. Eine war, glaube ich, Personalsachbearbeitung und das andere war es mit Logistik und haben die Wörter, also haben das verglichen. Da waren 80% wirklich gleich und austauschbar. Ja. Ich sage immer, das ist blutleer. Ja. Und eigene Worte finden und auch eben diese Phrasen mal rauslassen. Ja, genau. Ich versuche auch die Stellenanzeigen, ich versuchte bei LinkedIn, teste ich gerade ein bisschen mit dem Stellenanzeigen-Tool da. Ja. Und da versuche ich wirklich auch in der normalen Sprache zu reden. Ja. Dass man also es gibt ja so Amtsdeutsch und es gibt irgendwie Stellenanzeigendeutsch. Und das sind alles die gleichen Sätze. Und da müssen wir wegkommen, damit es auch wieder Spaß macht zu lesen. Auch in der Korrespondenz. Ne? Ich habe eine Bekannte von mir, die sich gerade hier bei einem Amt beworben. Und der kam wirklich aus so einem Vollbeamten-Deutsch Eingangsbestätigen automatisch. Ja. Von Nachfragen im Laufe des Bewerbungsprozesses bitten wir abzusehen. Mhm. Ja, ist wie so ein Bußgeldbescheid. Ja, super motivierend. Ja, viele haben da Angst, ein bisschen kreativ zu werden. Ja, aber wegen AGG und so. Aber man kann das auch wirklich kundenfreundlich, also in dem Fall bewerberfreundlich formulieren, ohne irgendwo da eine Falle zu tappen. Sehe ich auch so. Ja. Dann hast du noch, also Stellenanzeigen sind hier ein paar sehr gute Tipps drin in dem Buch. Dann noch das Thema Videos. Ja. Also wir empfehlen, dass man wirklich, und wir haben das bei uns und bei vielen Kunden getestet, dass man in die Stellenanzeige ein Video mit einbaut und da bitte nicht den Fehler machen, so ein Hochglanz Image-Video, wo man viel Geld bei irgendeiner Agentur bezahlt hat, sondern wirklich Handy raus, Selfie gedreht, wer bin ich, was suchen wir, warum sollst du dich bewerben und wie bewirbst du dich und 2-3 Minuten einfach frei runtergesprochen. Maximal. Ja, also das sind meist nur 2 Minuten. Ja.
Mehr wird das. Also ich mache meistens eine Minute 30 oder sowas. Ja, ja, dann ist auch alles gesagt. So. Aber man hat einfach dieses Face-to-Face, man sieht, da ist jemand dahinter und es ist nicht so anonym. Ja. Es baut einfach Vertrauen also, auf. Kann ich nur bestätigen, wir machen das ja auch viel mit Facebook, dann auch mit PPC, also mit Conversion. Ne? Ja. Wo ich dann einfach am langen Arm hier durchs Büro gehe und dann halt die Arbeitsplätze zeige und so weiter. Ja. Und es ist ganz oft, dass die Leute dann hier reinkommen und sagen, ja, ich kenne das alles schon. Ich habe das alles schon gesehen. Und ne? Das ist ganz wichtig, weil wenn die jetzt, die haben dich im Video gesehen, du hast vielleicht ein Telefoninterview gemacht und wenn die hierher kommen, die sind schon so vertraut und du wirst ein viel besseres Gespräch führen, weil man schon so eine Vertrauensbasis hat, als wenn du jemanden noch schriftlich einlädst, nie mit dem gesprochen hast, der steht dann in der Tür und dann ist alles so ein bisschen hakelig. Und so ist schon eine ganz andere Basis da und man erfährt viel mehr. Also gerade so für so Telesales, wo du weißt eigentlich, wo wir wissen, wir kriegen über klassische Stellenanzeigen eigentlich überhaupt keine Bewerbungen mehr, funktionieren diese Facebook-Anzeigen sehr, sehr gut. Ja. Und auch jetzt bei meiner anderen Kampagne Human One, wo wir ja Gesundheits- und Pflegekräfte suchen, was ja quasi komplett ausgetrockneter Bereich ist, da funktioniert die Ansprache auch ganz gut. Und auch gerade bei Telesales, wichtiger Punkt ist auch, wir verzichten immer drauf zu sagen, das muss jetzt ein Bürokaufmann, Industriekaufmann. Das kann man alles weglassen, weil ein Telesales, wenn der Bock hat, und dann ist eigentlich egal, was er vorher gemacht hat. Wenn eine junge Mann, Frau, ist eigentlich komplett egal. Ich sage immer, wenn Leute mal, welche Voraussetzungen, du musst gerne kommunizieren, das hilft, wenn du jetzt komplett introvertiert bist, wird es wahrscheinlich schwierig, du musst gerne kommunizieren, du musst aufgeschlossen sein für Neues und lernwillig und du musst dich selber weiterentwickeln wollen. Das sind eigentlich die drei Sachen. Aber was der dann früher mal gelernt, studiert, abgebrochen, das ist wurscht. Also in dem Umfeld, gerade bei den Sachen. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir uns auch nochmal verändern müssen. Wir achten ja sehr viel auf Studienabschlüsse und formale Sachen, aber die Arbeitswelt verändert sich halt. Ja. Also in vielen Bereichen so schnell weiter, dass eigentlich die formalen Sachen gar nicht mehr so entscheidend sind. Ja, ne? Ja, wir haben dann oft Kunden, die sagen, ja, wie nennen wir das denn jetzt? Weil das eben unklar ist. Und da gehen wir auch oder sagen wir dann, mach doch 3-4 verschiedene Stellen, weil du hast beim Telesales, das ist Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst, Outbound, also da gibt es ja schon 10 Begriffe, wie man das benennen könnte. Vertriebsmitarbeiter im Innendienst funktioniert gut, Vertriebsassistenz im Innendienst geht auch gut. Also und auch hier ist wieder der Punkt Conversion und Traffic. Ich versuche eigentlich erstmal nur Kontakt mit den Leuten aufzubauen. Und deswegen muss ich halt denen auch unterschiedliche Themen hinlegen und dann gucken, was für die interessant ist. Ja, ist ja auch aus dem Marketing, dass ich unterschiedliche Zielgruppen anspreche und da die richtigen Leute eben anziehe. Cool. Erzähl noch mal kurz was zu deiner Software. Für wen ist das was? Mhm. Also für mittelständische Unternehmen wahrscheinlich? Ne? Ja, also wir sind wirklich spezialisiert auf kleine und mittelständische Unternehmen. Was heißt das bei euch? Also wir haben Kunden, die haben 20 Mitarbeiter, die stellen einmal im Jahr Azubis ein, die nutzen es. Und wir haben bis 2000 Mitarbeiter, die aber mittelständische Strukturen haben. Ich sag mal, jeder, der einen Mitarbeiter im Jahr sucht, lohnt sich das schon, weil es den gesamten Prozess abdeckt und man das ganze Thema von Stellenportal auf der Webseite, Ausschreiben, Bewerberkommunikation, DSGVO, man hat einfach alles damit. Google for Jobs habt ihr auch eingebunden? Ja, Google for Jobs haben wir eingebunden, an Indeed liefern wir aus. Also das ist alles mit dabei. Ich habe per se eine höhere Reichweite mit einmalig Aufwand, BA-Schnittstelle, Partnerbörsen der BA. BA ist also Bundesarbeitsamt, ne? Genau. Ja, Jobbörse der Arbeitsagentur, die besser ist als ihr Ruf für viele Bereiche, also als reine Jobbörse. Und ja, schickt meine Stellenanzeige raus, Bewerber können sich online bewerben und dann geht die ganze Abwicklung auch einfacher und schneller. Mit Videos geht das auch dann bei euch in der Software? Dass die Bewerber sich per Video dass ihr das einbindet? Ja, das ist vorgesehen. Wir haben auch dieses Template, was wir hier im Buch beschreiben, das ist als Muster in der Software drin, was man mit eigenen Inhalten und mit unserem Input füllen kann. Super. Und wie ist das Preismodell? Ab 67 Euro im Monat. Und dann habe ich wirklich alles abgedeckt. Und das ist schon so Software as a Service. Einloggen. Genau, das ist wie Online-Banking. Also ich kriege einen Zugang, dann wird es aber auch auf das Unternehmen konfiguriert, weil jetzt ein Industriebetrieb andere Anforderungen hat als ein Gebäudereiniger. Und dann habe ich für 67 Euro die Stellenanzeigen, Karriereportal, Kommunikationsvorlagen, alles. Aber du machst auch Beratung, ne? Wenn das Unternehmen sagt, ja, ich würde die Software gerne nehmen, aber wir kriegen eigentlich viel zu wenig Bewerber, dass ihr dann erstmal hingeht und sagt, das ist immer ein Gesamtpaket. Genau, wenn jemand zu uns kommt, wir haben immer einen festen Onboarding-Coach,
Der guckt, wie arbeitet ihr im Moment, was wollt ihr verbessern, wo klemmt's. Cool. Und in der Implementierungsphase, sind meistens so 30 Tage, arbeitet der, der leitet das Projekt für den Kunden und arbeitet ganz eng mit dem Kunden zusammen, mit der Erfahrung, die wir haben. Das ist super wichtig. Kannst du beste Software haben, wenn du die Prozesse intern nicht und die Leute auch nicht geprimed hast, dann wird es nichts. Ne? Und es ist auch in kleinen Unternehmen, ist halt keiner, dass man sagt, wir haben jetzt einen Projektleiter, der kümmert sich jetzt drum. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden ihr Tagesgeschäft entspannt weitermachen können und das, was Setup, Implementierung, das nehmen wir denen ab, damit sie schnell auf Flughöhe sind. Und ja. Cool. Coveto mit C, C-O-V-E-T-O. Genau. Und das Buch, soll ich da einen Link einsetzen? Da machen wir einen Link, ja. Genau. Also irgendwie so Vertriebsfunk/Coveto oder sowas, dann kannst du das Buch bestellen. Ich halte es nochmal in die Kamera. Das heißt, das KMU Recruiting Compendium, also kleine mittelständische Unternehmen Recruiting Compendium von Pia Tischer. Also ich finde, das ist so als Handbuch wirklich cool. Mhm. Ist auch als Arbeitsbuch gedacht, als Arbeitsbuch, direkt zum Umsetzen. Genau, ist ein bisschen, also wie gesagt, ist auch darf man auch alles gnadenlos verwenden. Und ein bisschen provokativ, kurz geschrieben. Also ich habe echt Spaß am Wochenende gehabt. Das freut mich, prima. Cool, haben wir was Wichtiges vergessen? Man könnte stundenlang man könnte was erzählen, so aber weiter. Ich glaube, da waren schon ein paar Sachen drin, die man nutzen kann. Wir können nochmal vielleicht nochmal einen Nachklapp machen, dass wir uns nochmal ein Thema rausgreifen. Zum Beispiel, wir könnten mal darüber machen, okay, wie erstelle ich selber ein Video? Ja. Das würde ich einfach mal machen. Mhm. Oder vielleicht nochmal eine Stellenanzeige. Video wäre ganz wichtig, weil das boostet natürlich die Anzahl der Bewerbungen enorm. Genau. Und ist einfacher, als man denkt, wenn man weiß, wie. Ja. Und dann auch die Kommunikation, Eingangsbestätigung und so weiter. Ja, so überhaupt der Recruiting-Prozess, das ist auch ein super Thema. Telefoninterview. Mhm. Cool. Ja, also noch viel zu besprechen. Ja. Gut, dann mache ich jetzt den Abspann. Mhm. Okay, das war das Interview mit Pia Tischer von Coveto, Coveto mit C. Wir haben so ein bisschen über ihr Buch gesprochen, das KMU Recruiting Compendium. Ist ja irgendwie spiegelverkehrt, weil ich die Frontkamera nehme. Aber der Link ist kriegt man schon hin. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass ich glaube, dass sich das Mindset vor allen Dingen ändern muss. Mhm. Also die Einstellung, wie dieser Prozess zu machen ist, dass wir wegkommen von ich bin der Einkäufer, der jetzt quasi den bestmöglichen Lieferanten / Bewerber auswählt, zu eher, ich bin eher ein Verkäufer, der das Unternehmen halt auch verkaufen muss und sich halt auch um die Kunden bemühen muss. Und das habe ich jetzt auch letztens in einer Podcast-Folge gehabt, und also es ist kein Einkaufsprozess mehr, sondern es ist eigentlich eher ein Verkaufsprozess und ein Multi-Channel-Marketing-Prozess. Ne? Dass du guckst, okay, über welche Kanäle kriege ich welche Kandidaten, das ist hier sehr schön beschrieben, auch wie man eine Stellenanzeige textet, dass halt auch kein Beamtendeutsch sein muss und so weiter. Und dass man, gerade auch, weil sich die Zeiten jetzt halt auch ändern und weil die Job-Descriptions auch flüssiger werden und nicht mehr so klar sind, dass man sagt, ja, was brauchen wir überhaupt für jemanden, der jetzt bei uns Social Media macht? Was sollen der studiert haben? Das ist eigentlich egal. Mhm. Ja, diese klassischen Berufsbilder, die Berufskennziffer von der Agentur, wie man sie kennt. Halt das wird immer schwieriger. Und deswegen geht es, glaube ich, immer mehr auf die Persönlichkeit gucken und wie viel Potenzial in dieser Persönlichkeit drin ist. Ne? Prima. No? Ich fand es spannend. Schön. Hoffe, schön, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Also wenn du Fragen dazu hast, wenn du mehr wissen willst, direkt an die Pia wenden oder auch gerne über den Vertriebsfunk, also vertriebsfunk@xenagos oder gerne über LinkedIn oder Xing. Facebook kannst du mich auch erreichen. Wenn du intensiver mit mir kommunizieren willst, gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Mehr Umsatz und sicheres Wachstum. Da mache ich regelmäßig Lives und Umfragen und kommentiere und da kannst du mir auch direkt Fragen stellen. Oder was auch ein sehr, sehr guter Kanal ist, mit mir enger in Kontakt zu treten, ist Upspeak. Das ist so eine neue App mit UP und dann Speak, also aufsprechen. Upspeak, hochsprechen. Ja, so in der Richtung. Und da kannst du mir auch Fragen stellen, gesprochen oder geschrieben, und ich kann die direkt beantworten. Das ist eigentlich auch eine relativ coole Sache. Das ist relativ neu, aber kostenfrei für die Nutzer. Coole App. Unbedingt mal. Ist echt auch eine coole App. Kann man auch einfach nutzen, um Podcasts zu hören und so weiter. Und der Dirk zum Beispiel macht da immer noch extra Folgen rein. Ich erzähle da auch oft mal so Extras und so weiter. Also ist auch eine ganz coole Sache. So viel dazu. Schön, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, es war was für dich dabei, dass du mitnehmen konntest für deine Karriere, für dein Unternehmen. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Tschüss.